Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation. Hast du auch das Gefühl, dass du zu viel tust oder dich zu sehr verstrickst, dich zu sehr verzettelst, ob das jetzt in deinem Arbeitsalltag ist oder womöglich auch privat? Dann werden wir uns heute einmal mit dieser Übung, mit dieser Meditation anschauen, wie du deine Einstellung gegenüber deiner Arbeit und auch deiner Freizeit ändern kannst. Und vor allem wollen wir schauen, dass eine neue Inspiration, ein neues Licht zu dir kommt, an dem du dich dann orientieren kannst und mit dem du arbeiten kannst, um vielleicht notwendige Veränderungen auch umzusetzen, beziehungsweise um Dinge auch in dir zu lösen und zu transformieren, was eben mit Stress und mit Arbeit und mit Alltag zu tun hat. Wir sind in einer sehr schnelllebigen, sehr beweglichen Zeit und deshalb ist das Grundthema, je mehr du von deiner alten Anschauung mit in die Gegenwart nehmen möchtest, umso größer wird dein Stress, umso größer wird dein Leidensdruck werden, weil sich das von der Energie nicht mehr ausgeht. Das heißt, alte Werte gehören einfach transformiert und gehören in einem neuen Licht neu interpretiert. Das heißt nicht, dass diese Werte schlecht sind oder dass das, was du tust oder gemacht hast, bis jetzt negativ behaftet sein muss. Es ist nur womöglich nicht mehr zeitgemäß. Und das Problem ist eben dann, wenn was nicht mehr zeitgemäß ist, dann kommt irgendwo ein Druck drauf. Ne? Und deshalb schauen wir uns das jetzt mal an. Das heißt, dein Tun in deinem Leben im Bild der Zeit. Und da lade ich dich jetzt einfach mal dazu ein, schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir mal, dich jetzt in einem Bild zu symbolisieren. Einfach ein Bild, mit dem du leichter arbeiten kannst. Und ich würde dir jetzt mal vorschlagen, was hältst du von dem Bild eines Hamsters in seinem Hamsterrad? Ein Hamster, der in seinem Hamsterrad läuft. Und stell dir das mal vor, was so dein Hamsterrad ist. Und vielleicht ist es ein sehr abwechselndes Hamsterrad mit vielen Farben. Ändert sich da auch immer was. Vielleicht ist es ein holpriges Hamsterrad, wo Lücken drin sind in den Sprossen. Aber es ist einfach so ein Hamsterrad und du bist einfach so der Hamster, der da drinnen seine Runden dreht. Und je schneller du läufst, umso schneller dreht sich auch das Rad. Und du bist jetzt schon mal in einem guten Bild. Das Rad dreht sich schneller, du verausgabst dich mehr und mehr, kommst aber keinen Schritt weiter, weil du permanent auf der Stelle trittst. Und erlaube dir mal, dieses Bild wirklich anzunehmen. Je schneller ich in eine Richtung laufe, umso weniger komme ich vom Fleck. Je schneller ich in eine Richtung laufe, umso weniger komme ich rum. Und erlaube dir mal, diesen Satz wirklich wirken zu lassen. Je mehr du dich anstrengst, umso langsamer wirst du. Je mehr du dich anstrengst, umso langsamer wirst du. Du verausgabst dich dadurch mehr und mehr. Und jeder, der dir sagt, auch wenn es dein eigenes Familiensystem ist, dein eigener Verstand ist, du musst dich mehr zusammennehmen, mehr Druck aufbauen, da kannst du einfach dann merken, wenn du jetzt mit mehr Druck in diesem Hamsterrad läufst, was passiert. Du bleibst genau auf derselben Stelle. Aber du erschöpfst dich leichter und schneller. Und Erschöpfung heißt einfach psychische Erschöpfung, körperliche Erschöpfung. Heißt einfach, du bist nicht mehr so kreativ, du kannst dein Potenzial nicht leben. Und nun erlaube dir mal den Glaubenssatz, sich mehr anzustrengen, bringt dich weiter. Mehr Anstrengung ist gleich mehr Fortschritt.
Erlaube dir mal, diesen Satz zu lösen. Mehr Anstrengung ist gleich mehr Fortschritt. Und das ist ein ganz, ganz festgebrannter Glaubenssatz. Und der darf jetzt mal transformiert werden, der darf jetzt mal ganz wesentlich ausgereinigt werden. Und so fixe, elementale, fixe Glaubenssätze werden mit dunkelviolettem Licht transformiert. Dunkelviolettes Licht transformiert jetzt mal diesen Glaubenssatz. Je mehr ich mich anstrenge, umso weiter komme ich. Denn Anstrengung ist keine Qualität mehr des Wassermann-Zeitalters. Sich treiben lassen ist eine Qualität des Wassermann-Zeitalters. Sich richtig mit dem Wind segeln. Wo geht eine Tendenz hin? Und da ist man beweglich. Nicht sturheil eine einzige Richtung einschlagen. Und nun gib mal statt dieses Satzes, dieses je mehr anstrengend, desto weiter komme ich, der sich jetzt transformiert auflöst. Also du kannst dir vorstellen, da fließt jetzt einfach so wie violettes Feuer rein. Und dieser Satz löst sich auf in einem violetten Licht, in einer violetten Flamme. Je mehr anstrengend, desto weiter komme ich, der löst sich jetzt. Und jetzt erlaubst du mal viel Freiraum und jegliche Überlastung deines Systems, deines Verstandes, deines Nervensystems, deines emotionalen Systems und natürlich auch deines Körpers. Jegliche Überforderung darf sich jetzt transformieren. Aus jeder Muskelfaser, aus jedem Teil deines Körpers transformiert sich nun der Anteil, der dich blockiert, den du jetzt dann nicht mehr benötigst, der dich von deiner Inspiration abhält. Und nun erlaube dir mal an deine Durchsetzungskraft hinzudenken. Wie stark fühlst du dich denn? Wie bestimmt fühlst du dich denn? Wie hast du das Gefühl, wie gut hast du das Gefühl, dass du dich durchsetzen kannst? Wie streitbar bist du? Und jetzt nimm mal diese Durchsetzungsenergie. Und schau mal, wie du da tickst. Bist du da eher der sture Typ, dass man sagt, ich bilde mir das jetzt ein und ich bleibe so lange, ich halte so lange dran fest, bis es soweit ist. Also stur, unbeweglich, beharrlich. Oder bist du mehr so in der Aggression, dass du aktiv wirst, um etwas zu erreichen? Und schau dir jetzt einfach mal dein Umfeld an, um Dinge zu erreichen. Wie machst du das? Und erlaube dir nun ganz klar, zusammengeräumt und würdevoll, und nun darf eben mal so diese Kraft, diese gestaute Kraft dich verlassen. Und stattdessen kommt jetzt mal schöpferische Energie rein. Ein kreativer Funken, deine Kreativität. Und die manifestiert sich jetzt in deinem Wurzelchakra. Und damit auch wird dein Zugang zur Lebensenergie kreativ geprüft und verwandelt. Das heißt, Kreativität fließt jetzt durch dein Wurzelchakra in die Erde.
Und so erlaubst du dir wirklich, dein Tun, also deine aktive Seite, auch deine Freizeitseite kreativ zu erleben. Und diese Kreativität auch ganz in dein Hier und Jetzt, in deinen Alltag einzufügen. Und diese Integration des Kreativen ermöglicht dir jetzt zu erkennen, dass du nicht mehr in diesem Hamsterrad sein musst, dass du es gewählt hast. Und nimm nochmal das Bild jetzt von diesem Hamster her und erlaube mal deinem Hamster-Ich aus diesem Rad auszusteigen. Einfach mal so, du steigst jetzt aus. Das Rad bleibt stehen. Und du spürst, du hältst also dieses Hamsterrad an und du spürst augenblicklich, wie du mehr Kraft bekommst. Du stoppst das Hamsterrad und bekommst augenblicklich mehr Kraft, mehr Stabilität, mehr Ausdauer, mehr Klarheit. Und in diesem Augenblick schwörst du dir, dass du diese positive Kraft jetzt nicht mehr am Altar deines Familiensystems opferst, am Altar von sinnlosen Vorstellungen oder Beziehungen. All das wird jetzt gereinigt und löst sich, sodass diese Kraft, die vorher in das Hamsterrad geflossen ist, jetzt ganz bei dir und deinen Energiezentren, deinen Chakren bleibt. Deine Kraft bleibt bei dir und beflügelt womöglich dich noch zu neuen Vorstellungen, zu mehr Inspiration. Und während diese Energie nochmal tief in dich einfließt, noch einmal alle Bilder mit Arbeit und Freizeit, alles was gespeichert ist, nochmal transformiert wird, erlaubst du dir nun, deinen Freizeitablauf anzuschauen, in deinen Kalender. Und in diesem Freizeitkalender erlaubst du dir jetzt, dass sämtliche Termine, die nur Kraft gekostet haben, die nur Energie gekostet haben, jetzt transformiert werden und dass diese Energie jetzt in einer gereinigten Form nicht mehr belastend zu dir kommen, sodass du auch die absolute Kontrolle, wie die, die du über deinen Arbeitsalltag erhalten hast, nun auch über deine Freizeit bekommst. Und auch eben deine Freizeit wird genau in diese Energie reinfließen. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir jetzt mal, die frische Energie, diese neue Energie klar wahrzunehmen. Eine Energie jenseits des Hamsterrades und jenseits von alten Mustern und Programmen. Und diese Energie kannst du nun nutzen, um positive Inspiration zu erhalten. Du bittest jetzt darum, es ist wie wenn du Fenster aufmachst, zu beten, es sich zu öffnen. Ich bitte jetzt um Inspiration aus der geistigen Welt. Ich habe hier inkarniert, ich bin hier inkarniert mit einem Schlüssel, mit einem Seelenplan. Und ich bitte nun darum, dass sich dieser Seelenplan aktiviert, sodass ich in jeder Zelle meines Daseins meine wahre Bestimmung spüre
und auch meinen neuen Zugang zu Arbeit, Freizeit noch einmal erhalte. Du atmest mal tief ein und wieder aus. Sehr gut. Und nun erlaube dir nochmal nachzufühlen, diese Kraft, diese Energie zu spüren. Mach dir nochmal bewusst, dass du aus den Hamsterrädern ausgestiegen bist und aus allen Meinungen, die du zum Thema Freizeit und Arbeit gespeichert gehabt hast. Was jetzt übrig ist, ist dein regeneratives Ich, also dein Körper, der sich entspannt, deine Gedanken, die sich entspannen können, deine Gefühle, die sich entspannen können. Und auch der Mut für neue Inspiration und neue Wege. Atme nochmal tief ein und wieder aus und löse mal das Bild nochmal. Hamsterrad, alles, was dich verausgabt hat, Bilder womöglich deines Familiensystems, wenn dir was eingefallen oder untergekommen ist. Löse das alles auf, mach alle Türen zu und bleib mal ganz bei dir. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und spür nochmal nach, was sich da getan hat. Und wenn du das Gefühl hast, dich wieder gut zu spüren, du kannst deine Arme, deine Beine bewegen, dich durchstrecken. Dann komm jetzt ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffne deine Augen und du kannst dich jetzt an alles erinnern, was während dieser Meditation vorgefallen ist, was du erlebt hast. Bedanke dich nochmal bei der geistigen Welt und öffne dann deine Augen. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich getan? Schreib es mir gerne in die Kommentare und lass mir wie immer bitte einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Jeremy. Tschüss.